Und das ist die strenge Naturwissenschaft, dass Sie dann reproduzieren können. Hier auf allen drei Ebenen muss das synchron sein. Nicht nur das Symptom, sondern auch der Verlauf bis zu dem Symptom und der Verlauf von dem Symptom an. Es muss alles in drei Ebenen synchron laufen. Das ist ein, wir nennen das ein Oma-Spiel. Das ist einfacher als Physik. Wenn Sie nämlich eine Linie ziehen sollen durch drei Punkte, ja, kennen Sie sowas? Ja. Also normal brauchen Sie ja nur zwei Punkte dazu. Können Sie nicht so definieren, wie Sie wollen. Moment. Normal müssen Sie eine Linie, ist sie durch zwei Punkte definiert. Ne? Wenn Sie sagen drei Punkte, wieso braucht die drei Punkte? Ne? Aber diese, unsere germanische Medizin, die hat auf drei Ebenen synchron. Die müssen immer synchron zusammenstimmen. Also wenn das Symptom am Organ so und so aussieht, muss das im Gehirn auch so und so aussehen. Und in der Psyche muss das auch so und so aussehen. Da können Sie im Gehirn diese Haunersche Herde bestimmen. Richtig. Sagen Sie mal, was das ist. Was ist ein Haunersche Herde? Das wissen wir noch nicht. Wir können ihn fotografieren. Wir sehen auch den Unterschied, wenn der in der Lösung ist, dass der Ödem zieht. Ja, dass der also ödematös ist. Aber noch keiner weiß genau, was das nun eigentlich ist im Kopf da. Also Sie haben was definiert, Haunersche Herde, aber wir wissen nicht genau, was es ist. Richtig, so ist es richtig, was das physikalisch genau ist. Es gibt darüber inzwischen 10, 20 Theorien, was das physikalisch ist, aber das ist nicht mein Problem, das zu lösen. Ne? Das müssen irgendwann Physiologen lösen. Aber arbeiten können wir damit. Wir können ja genau sehen, ist er in der konfliktaktiven Phase oder ist er in der Heilungsphase, das genügt für uns. Und wie ist das mit dem Zulauf oder dem Beifall von der rechten Seite? Sie haben da auch NPD-Anhänger hier im Kreis. Ist das durch germanische Medizin, völkische? Ich habe mit NPD nichts zu tun. Die NPD ist ja, wie Sie wissen, zu 60-70% unterwandert vom Verfassungsschutz und vom Mossad und so weiter mehr. Also da lässt man lieber die Finger davon. Ne? Sondern ich bin ein guter Deutscher, ein patriotischer Deutscher. Ich liebe mein Heimatland und ich würde lieber heute als morgen wieder nach Deutschland zurückgehen. Ja? Aber das darf man ja nicht. Man muss ja heute dauernd immer nur mea culpa, mea maxima culpa. Das, Sie haben Angst vor irgendwas in Deutschland? Nee, wegen Volksverhetzung. Ich werde ja sofort verhaftet. Weil Sie... Nicht, weil ich das sage, was mit der germanischen Medizin ist. Das ist ja... Also dass NPD-Anhänger ihre germanische Medizin... ist ja naheliegend, die Schrift ist auch so ähnlich. Völkische Medizin, ja, sie hat mit Volks... Ich habe mit NPD nichts zu tun. Sondern ich möchte, dass wir wieder ein freies Volk werden, das über sich selbst bestimmen kann. Wer bestimmt denn über uns? Das wissen Sie nicht. Nee. Sagen Sie mir das. Möchte ich nicht darüber reden. Wir sind ein Besatzungsland. Die Bundesrepublik, die besteht völkerrechtlich überhaupt nicht. Das ist ein Konstrukt, hat der Carlo Schmidt gesagt. Das existiert völkerrechtlich nicht. Es ist ungültig. Das gibt es gar nicht. Und das, was bei uns passiert, überlegen Sie mal, wenn die Frau Merkel mal eben 110 Milliarden Euro verschenken kann an seine Bank und so, das ist doch furchtbar. Aber da muss das ganze Volk. Aber alten Nazi-Mythen haben Sie schon. Habe ich mit Nazi. Mit Germanien und auch die Schrift. Aber Germanien hat doch mit Nazi nichts zu tun. Ja, die haben halt auch immer auf Germanien geschaut. Ach, das ist ja, es haben viele auf Germanien, das Kaiserreich hat auch auf Germanien, manche haben auf Germanien. Das hat aber mit Nazi nichts zu tun. Ja, ich liebe mein, Medizin, ich liebe mein Volk, Kultur. Nein, ich liebe mein Volk, ich liebe auch die Kultur meines Volkes, ich liebe auch die Geschichte meines Volkes. Das Land, das Volk der Dichter und Denker, der Musiker, Erfinder und Entdecker, warum soll ich nicht stolz auf mein Volk sein? Ja, das hat doch furchtbar Tolles geleistet in der Geschichte. Warum soll ich nicht stolz darauf sein? Sie dann wegen Volksverhetzung haben Sie Ihr Land verlassen. Und ja. Zwar, haben aber mit Nazis nichts zu tun, nee. Aber Angst vor dem deutschen Staatsanwalt. Ja, der kann ja irgendwas konstruieren. Wenn ich sage, 99% Juden überleben mit der germanischen und in Deutschland werden die Nicht-Juden mit zu 98% umgebracht. Übrigens in Deutschland kriegt kein Jude Chemo. Kein Jude kriegt Chemo. Das müssen wir auch festhalten. Ne? Und die allermeisten Onkologen gehören dieser Glaubensgemeinschaft an. Sie behandeln ihre jüdischen Patienten ohne Chemo und die nicht-jüdischen mit Chemo.
so wie der Professor Mathe in Frankreich. Warum machen das? Was ist der Sinn denn? Fragen Sie sich das doch mal selber, brauche ich Ihnen doch nicht beantworten. Sie stellen sich jetzt doof und sagen, warum machen die das? Warum machen die das? Ja, dann stellen Sie sich doch nicht so doof. Das können Sie sich doch selbst ausrechnen, warum die das wohl machen. Ja, das sehe ich keinen Sinn. Das selbst nicht. Das ist doch so albern. Wenn in Israel mit meiner germanischen Medizin 99% überleben, nicht nur in Israel, sondern weltweit übrigens, ne? Ja? Und in Deutschland werden aber alle Nichtjuden, Juden dürfen man gar nicht umbringen mit Chemo, werden alle mit Chemo umgebracht, 98% jedenfalls, dann können Sie sich nicht ausrechnen, was das da wohl ist. Also